das Magazin. Ja, wir sind heute hier am Schopflocher Moor, ganz genauer zu sagen, bei der Torfgrube. Und hier ist zurzeit das Moor gesperrt, also der Weg gesperrt, wegen Bauarbeiten. Und da sind jetzt die Holzbohlen, wo über 40 Jahre alt sind, mittlerweile so defekt, dass man hat jetzt sagen müssen, wir müssen jetzt den Weg hier sperren, um das wieder herzurichten. Und hier war jetzt eigentlich der Zugang, aber durch eine Tremgenehmigung können wir jetzt mal noch ein Stück weiter nach vorne gehen. Natürlich da, wo das Moor anfängt, da dürfen wir natürlich nicht reingehen. Und da würde ich sagen, ich gehe mal ein Stück weiter nach vorne und sage bis gleich. Ja, natürlich dürfen wir nur bis hierher laufen, weil hier ist eine zweite Abschrankung. Also ab hier dürfen wir auch nicht weiter. Deswegen gehen wir auch bloß bis hier hin. Und das reicht uns ja eigentlich auch schon, um hier den Beitrag komplett fertig zu machen. Also hier diese Bohlen hier, um diese geht es hier. Die sind relativ defekt schon, sage ich mal, um genau auszudrücken. Und das sieht man ja auch hier schon stellenweise, dass die Bohlen hier kaputt sind. Ich meine, nach 40 Jahren darf auch mal so etwas kaputt gehen. Ja, und diese Bohlen sollen jetzt durch durch Eichenbohlen ersetzt werden. Und dafür muss jetzt eben der Weg mal für ein paar Tage gesperrt bleiben. Und sie sind gerade am Überlegen, ob sie ihn nochmal zweimal sperren oder einmal für längere Zeit sperren. Das ist noch nicht ganz raus. Weil hier muss man einfach komplett die Bohlen rausnehmen und durch neue ersetzen. Und jetzt kommt natürlich meine große Bitte. Kommt jetzt nicht hierher und geht auf eigene Faust hier rein. Es ist sehr gefährlich, hier durch das Moor zu laufen, ohne diesen Weg. Deswegen lasst es bitte bleiben. Wartet, bis dieser Weg hier wieder geöffnet ist, regulär. Und dann kann man wieder auf diesem Weg durch das Moor gehen, dass dann auch nichts passiert. Und vor allen Dingen ist ja auch das andere, was hier ist, hier alles, ist ja auch naturgeschützt. Also da darf man ja auch überhaupt nicht reinlaufen. Deswegen meine Bitte, lasst es bleiben, geht nicht hier rein. Ihr könnt es euch ja auf dem Laufenden halten, was den Weg betrifft. Das wird ja wahrscheinlich dann auch im Internet stehen, ob man jetzt wieder durchlaufen kann oder nicht. So, das war es jetzt mal von hier aus. Und dann würde ich sagen, ich gehe wieder nach vorne und sage bis gleich. So, also das war es jetzt mit dem Beitrag hier vom Schopflocher Moor. Wenn euch der Beitrag gefallen hat, dann würden wir uns freuen über einen Daumen nach oben. Genauso würden wir uns freuen, wenn ihr unseren Kanal Hemmesalp TV, das Magazin, abonnieren würdet. Ebenso, wenn ihr dieses Video und unseren Kanal teilt, weil hier gibt es alles über die Schwäbische Alb, aber auch rund um die Schwäbische Alb. Also,
wer immer auf dem Laufenden sein will, was hier auf der Alp und ringsherum passiert, einfach hier den Kanal abonnieren, die Glocke drücken, dann verpasst ihr niemals mehr einen Beitrag. Vorausgesetzt, man geht auf alle, dann wird man auf jeden Fall von YouTube benachrichtigt. Ja, und ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Am Mikrofon und an der Kamera war wie immer der Hemme und der sagt für heute Ciao. Und jetzt zum Abschluss kommt noch etwas in eigener Sache. Und zwar suchen wir im Raum Kirchheim, Lenningen und Weilheim Tech eine Tankstelle. Nämlich für einen Beitrag über die zu hohe Benzinpreise. Und vielleicht gibt es den ein oder anderen, der rein zufällig in der Gegend eine Tankstelle hat und sagt, okay, komm, ich gebe dir die Drehgenehmigung. Und steht ihr vielleicht sogar noch zum Interview bereit, darüber werden wir uns natürlich auch sehr freuen. Dann meldet euch einfach in den Kommentaren oder auf unsere E-Mail-Adresse. Die steht dann unten in der Videobeschreibung. Ja, und ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen, fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal hier auf unserem Kanal Das Magazin. Tschüss. Aus von der Torfgrube. Bis zum nächsten Mal. Ciao.